Erzengel Gabriel, Tagesbotschaften. Empfangen durch Shelley Young, übersetzt von Yvonne Moore. 1. November 2021. Für den Verkörperungsprozess nicht in eurem Körper sein zu wollen, ist dasselbe wie den lebenslangen Traum zu haben, ein Seemann zu werden, aber nicht bereit zu sein, aufs Schiff zu gehen. Erzengel Gabriel durch Shelley Young. Grüezi Gott, ihr Lieben, hier bin ich wieder. Ja, ich hatte den Impuls, vorher noch den Lichtweltverlag Text zu lesen. Und diese Texte ergänzen sich auch wunderbar. Ja, weil das Thema unseres Körpers, das hat viel mit der Vergänglichkeit unseres Körpers zu tun und letztendlich dann mit dem Tod. Ja? Wenn wir vorm Spiegel stehen und das erste graue Haar entdecken, dann ist es ja oft so, also gut, bei mir war es in einem lächerlich jungen Alter, das hat mich nicht interessiert. Ich hatte nicht das Gefühl, dass ich jetzt mit Mitte 20 oder wahrscheinlich war es sogar grenzwertig Anfang 20, so 23, da hatte ich nicht das Gefühl, dass das jetzt irgendwas mit meiner Vergänglichkeit zu tun hat, dass ich graue Haare bekomme. Ja. Mein Vater hatte die auch schon mit 30 und hat es irgendwie an mich weitergegeben. Meine Schwester auch, komplett grau, die ist aber immer ganz perfekt getönt. Und da hatte ich ja auch mal letztens drüber gesprochen, dass das überhaupt nicht schlimm ist. Also das finde ich nicht verwerflich, wenn sich Menschen die Haare tönen oder färben, wie man es auch immer nennen möchte. Ja, erinnere mich gerade an den Altkanzler Schröder, der mal gesagt hat, nein, meine Haare sind nicht gefärbt. Ja, wir waren halt intensiv getönt. Ist halt das Gleiche, aber egal. Ja. Und ja, dahinter steckt natürlich die Sorge, oh, jetzt geht's bergab. Ja. Oh, jetzt werde ich alt. So, die ersten grauen Haare zu entdecken. Und da gibt es ja ganz viele Dinge, ja, dass man auf einmal seinen Körper sieht, wie er ja, nachlässt. Kann man ja ganz klar so ausdrücken und aussprechen. Ja, das ist nicht mehr das Gleiche, wie als wir noch super jung waren. Das ist so ein Wunderwerk. Ja. Also zum Beispiel diese Beweglichkeit, die junge Turner und Turnerinnen haben in ganz jungen Jahren. Ja. Das war mir auch nicht klar, dass man Turnen kann man wirklich vergessen mit Mitte 20. Also wo andere Sportarten dann von der Erfahrung leben, wo im Fußball zum Beispiel ja erst die wahre Qualität zum Vorschein tritt, ja, über das Selbstvertrauen auch und eben ja die Erfahrung von vielen Spielen, da ist beim Turnen schon lange vorbei. So. Ja, abgesehen davon, dass es auch nicht unbedingt gesund ist, wie sich die Kinder da verbiegen lassen. Und es macht aber auch, glaube ich, große Freude. Also dieses Turnen und diese ja, kaum wahrnehmbaren Grenzen auszutesten. Und irgendwann lässt es dann wirklich nach, ja. Beim Turnen ist auch die Gefahr, dass man komplett ausleiert. Das ist auch so eine Geschichte. Ja. Das, also man kann es mit dem Dehnen auch übertreiben, sozusagen. Ja. Aber es ist nur so ein Beispiel, ja, dass wir tatsächlich schon ganz früh, das ist uns gar nicht bewusst, eine gewisse Flexibilität im Körper verlieren. Ja. Das muss man nicht. Man kann dagegen arbeiten. Man kann im Prinzip sein Leben lang Yoga machen. Und dann kann man auch ja, zum Beispiel Spagat machen, sein Leben lang. Ja. Wenn man das aber nie gemacht hat, als man jung war, wenn man das nie trainiert hat und dementsprechend schon dafür gesorgt hat, dass man da beweglich ist und dass die Sehnen ja auch die dementsprechende Länge bekommen haben, dann wird es sehr schwierig, das im Alter noch nachzureichen, möchte ich mal sagen. Ja. Also wir werden schon recht früh eigentlich mit unserer Vergänglichkeit konfrontiert. Ja. Und es ist ja auch verrückt, dass Spitzensportler im Prinzip mit Mitte 30 spätestens aufhören müssen. Ja. Da stehen wir ja eigentlich oft, wenn wir eine normale Berufskarriere begonnen haben mit Studium und so, da stehen wir erst am Anfang unserer beruflichen Laufbahn. Ja? Auch wenn es nicht so erstrebenswert ist, wie draußen getan wird, die große berufliche Laufbahn, ja,
Das ist nicht das Ziel des Lebens, aber viele denken es halt noch. Und man kann dann natürlich, wenn man studiert hat, auch dementsprechend viel Geld verdienen, wenn man sich das richtige Studium rausgesucht hat, ja, wo es großen Bedarf in der Wirtschaft gibt, solche Menschen zu engagieren, die eben diese Ausbildung genossen haben. Ja. Und oftmals ist es aber so, dass man diese Ausbildung hat und dann hat man die Berechtigung, als Lehrling anzufangen. Ja. Ich habe es auch schon mal erzählt hier in dem Podcast. Unser Technolehrer damals auf der Fachoberschule Technik, der hat gesagt, wenn ihr fertig studiert habt und bei Siemens anfangt, dann seid ihr Lehrlinge. Ja. Ihr müsst es erst mal lernen, was die da machen. Das ist jetzt nichts, was euch im Studium beigebracht wurde. Ja. Ihr habt halt bestimmte Grundvoraussetzungen und ihr habt bewiesen, dass ihr euch in diese Dinge reindenken könnt und dass die euch gewissermaßen liegen. Aber können tut ihr da gar nichts. Die nehmen euch überhaupt nicht für voll, wenn ihr da vom Studium kommt. Ja. Da müsst ihr erst mal gucken, wo ihr bleibt. Ja. Gibt bestimmt auch herausragende Spezialisten, die schon während des Studiums alles überstrahlt haben und klar, da mag das dann anders sein, aber so der Normalo, ja, der so dann sein technisches Studium absolviert hat und dann in der freien Wirtschaft arbeitet, der wird erstmal ja, als Lehrling behandelt. Das ist auch richtig so, weil der kann nichts. So, der kann nur theoretisch was. Ja, was man während des Studiums auch lernt, ist, sich gewählt auszudrücken. Ja. Also das heißt, den Schein zu wahren, ja, von großer Intelligenz. Und das hat zum Beispiel eine Freundin von mir sehr eingeschüchtert. Die hat immer gedacht, oh, die Studierten. Ja. Und wenn sie dann jemanden, der studiert hat, bei einem Fehler ertappt hat, dann war sie ganz glücklich, aber auch irgendwie so unzufrieden, so nach dem Motto, das musst du doch wissen, ja, der hat ja studiert. Und sie hatte halt nicht mal Hauptschulabschluss. Ja. Oder sie hatte nicht den qualifizierten Hauptschulabschluss, sondern einfach einen normalen Hauptschulabschluss. Ja? Sie hat den Quali nicht gemacht gehabt und hatte deswegen aber einen extremen Minderwertigkeitskomplex. Auch mir gegenüber. Ich habe zwar nicht studiert, ich hatte mal angefangen zu studieren, also nicht fertig studiert, aber ich habe halt Abitur und das hat halt in ihrer Familie überhaupt niemand. Ja? Und als die mich kennengelernt hat, war sie deswegen auch beeindruckt, war aber auch immer auf der Lauer, mich bei irgendwas zu erwischen, ja, dass ich irgendwo Fehler mache. Also das war relativ anstrengend. Ja. Und das habe ich ja auch nicht ausreden können, sondern dieser Minderwertigkeitskomplex, der blieb erhalten, ja, inklusive des Vorwurfs an mich. So, weil klar, wenn man nicht selbstreflektiert genug ist, dann denkt man natürlich, der andere wäre auch arrogant, ja, und würde sich für was Besseres halten. Ja. Das hatte ich aber nie, aber nur so viel dazu, ja. Ja, aber diese Intelligenz, von der da gesprochen wird, die hat ja auch dann viel mit dem Gehirn zu tun. Ne? Das heißt, das funktioniert bei Hochbegabten anders. Deswegen sind die schon auch von klein auf so unfassbar wissbegierig und checken auch alles ganz schnell. Ein gutes Beispiel ist immer, also bis ich ein Buch wirklich verstehen könnte, müsste ich es wahrscheinlich 3 bis 10 Mal lesen. Ja? Und es gibt halt Menschen, die lesen das und haben dann das Wissen abgespeichert. Die wissen das dann, ja? Inklusive von Menschen, die wirklich so ein gutes Erinnerungsvermögen haben, dass sie aus dem Buch auswendig zitieren können. Ja? Da reden wir dann schon fast über Inselbegabungen, aber in Wirklichkeit gibt es halt Menschen, die ein anderes Talent zum Denken haben. Man kann das aber auch trainieren. Ist auch klar, also man kann auch sein Denkvermögen verbessern und auch auswendig lernen kann man üben und wirklich lernen. Ja. Spannenderweise geht es tatsächlich auch ja, über Gedichte und solche Dinge. Das wurde uns allerdings in der Schule auch nie erklärt. Also mir hat ja niemand erklärt, warum ich jetzt Schillers Glocke auswendig lernen muss, ja, zum Beispiel. Das ich auch überhaupt nicht mehr kann. Aber hätte mir jemand erklärt, es geht darum, dein Gehirn zu trainieren, dann wäre das für mich vielleicht einleuchtender gewesen. So war das einfach nur eine Qual und ich habe gedacht, das wäre eine moderne Foltermethode für Kinder. Ja, jedenfalls werden uns ganz oft körperliche Grenzen aufgezeigt. Ja? Und die geistigen Grenzen, also die wir damals als Kinder oder ja, als junge Erwachsene als Geist empfunden haben, nämlich das wird uns ja suggeriert, dass es immer nur das Gehirn macht, ja. Also alles sitzt im Gehirn. Ansonsten
kann der Körper gar nichts. Ja? Also ein Wissenschaftler, wenn er mit Herzintelligenz kommt, dann sagt er, du hast ja nicht mehr alle. Ja? So, was soll das Herzintelligenz sein? Ja? Es pumpt einfach nur. Schluss, aus, fertig. Ja? Rein, raus, mehr ist da nicht. Und da wird eben das Gehirn verehrt bis zum Geht nicht mehr. Ja? Also da fällt mir Big Bang Theory ein, die Serie, in der eben Sheldon in, glaube ich, jeder Folge sein außergewöhnliches Denkvermögen feiert. Ja? Sheldon and his brain, yeah. Sheldon and his brain, yeah. Sheldon and his brain, yeah. Also da kann man sich das Englische auch mal anschauen. Da ist die Stimme noch mal um einiges besser. Ja? Da merkt man auch, dass zum Schauspieler die Stimme wirklich untrennbar dazugehört. Aber es sei natürlich schwierig, wenn man nicht so gut Englisch kann. Aber das ist, kann man sich auch mal, wenn man es kennt und es wirklich mag, dann kann man sich es auch mal mit englischem Originalton und deutschen Untertiteln anschauen. Das hilft dann und da kriegt man einfach eine andere Energie mit. Ja? Also es ist auch mal ein Versuch wert, sage ich mal. Ja? Vielleicht kann man auch sein Englisch verbessern. Also ich habe es zumindest über diesen Weg geschafft, besser Englisch zu können. Ja? Also mein Englisch ist immer noch nicht wirklich Bombe, aber es ist schon gar nicht verkehrt. Ja? Ich bewundere immer die Menschen, die dann wirklich die Bücher gleich auf Englisch lesen. Ja? Also das ist bei mir einfach noch nicht der Fall. Da müsste ich mich mal reinarbeiten, aber momentan lese ich ja eh gar nicht. Also insofern ja, ist es auch egal. Ich habe so viel schon gelesen in meinem Leben und das genossen, aber das ist momentan einfach nicht dran. Ja? Momentan sind es eher einfache Wahrheiten und ja, im Podcast manchmal ganz ausführlich ausgedrückt, aber es ist eigentlich alles sehr einfach. Ja? Und gerade Menschen, die zu viel Wert auf ihren Verstand legen und den zu viel feiern, die haben es sogar schwerer, ja. Diese einfachen Wahrheiten zu erkennen, ja, und sie anzunehmen. Weil so einfach kann es ja nicht sein. So. Genau, also da steht dann auch natürlich in der modernen Wissenschaft, wenn man so ein bisschen was weiß, dann steht einem auch seine eigene Bildung im Weg bei bestimmten Wahrheiten. Also sprich zum Beispiel Herzintelligenz, sagst du, nee, das Herz denkt nicht, das Gehirn denkt. Ja. Du Noob, du Wissenschafts-Noob. Ja, und auch in der Spiritualität spielt der Verstand eine Rolle. Und zwar eigentlich immer dann, wenn es um komplexe Wahrheiten geht. Dann stellt man schnell fest und kann das auch wirklich ausdrücken, dass unser 3D-Verstand, vielleicht ist es auch schon 4D-Verstand, ja, nicht in der Lage ist, die Tiefe der Wahrheiten wirklich zu erkennen. Ja. Also auch die Mechanik in einer Gänze zu verstehen, die wir eigentlich anstreben. Aber das geht nicht. Und das hat mich immer sehr befreit, muss ich ehrlich gesagt sagen. Ja. Da sage ich dann, okay, das verstehe ich. Ja. Dass ich Gott nicht begreifen kann mit meinem Verstand, akzeptiere ich sofort. Ja. Dass es natürlich auch wirklich dämliche Konzepte von Gott gibt, ist auch klar. Ja. Der weißbärtige Mann in den Wolken, ja, das ist natürlich völliger Unfug. Aber er ist halt so gemalt worden und so haben sich die Menschen das bildlich vorgestellt. Und wir müssen immer noch mit diesen Bildern kämpfen, die wir da haben. Ja. Das ist immer noch nicht komplett raus aus unseren Vorstellungen. Und deswegen auch oft Vater Gott, ich feiere es schon immer, wenn dann da steht Vater Mutter, ja, also dass es eben beides ist, dass beide Energien dann natürlich vereint sind. Und ja, die Quelle allen Seins, das mag ich eigentlich am meisten. Aber da steckt dann auch manchmal, also höchster göttlicher Schutz, da fällt mir zum Beispiel es eher schwer, wenn ich sage, höchster Quellschutz. Ja, das klingt für mich nicht richtig. So, zum Beispiel, ja. Also das heißt, im Sprachgebrauch ist da schon noch viel drinnen von der römischen Verdrehung, die uns durch die Bibel geschenkt worden ist. Aber ja, das soll jetzt unser Thema nicht sein. Also wir stellen einfach fest, dass wir ganz häufig erinnert werden durch körperliche Einschränkungen, auch durch den Verstand, wie wir gerade gelernt haben, dass wir starke Begrenzungen haben. Und ich glaube, aus diesem Grund lehnen wir auch den Körper ab. Ja? Wir finden es einfach dämlich oder viele von uns finden es einfach schade, dass sie diese Begrenzungen haben, ja? Und sehnen sich zurück zu dieser Unbegrenztheit. Ja. Letztendlich wollen viele cheaten.
die wären schon gerne in ihrem Körper, hätten aber gerne diese unendlichen Fähigkeiten, die sie vor der Inkarnation hatten und auch wieder nach der Inkarnation haben werden und wahrscheinlich sogar im Schlaf wieder erleben dürfen, aber eben halt eben nur als Urlaub sozusagen, ja, vom Körper. Wenn wir dann den Körper verlassen, bei Astralreisen und solchen Dingen, kann ich auch nicht sagen, inwiefern das dann immer noch eine Rolle spielt, dass man immer noch innerhalb der Inkarnation auf Astralreisen geht. Das kann ich gar nicht sagen. Inwiefern wir dann dennoch eingeschränkt sind, weil wir inkarniert sind. Und was ich mit Cheaten meine, wer den Film Lucy zum Beispiel kennt, da hat eine junge Dame, indem sie Drogen genommen hat, wurde ihr einfach ein unendliches Potenzial geschenkt. Ja? Darüber, dass sie auf einmal überall sein konnte, im Internet überall sein konnte und unfassbare Fähigkeiten hatte. Also das ist nochmal so die Steigerung eines Films, den ich auch sehr gern mag. Da geht es einfach um eine leistungssteigernde Droge, die aber starke Nebenwirkungen hat. Die macht auch stark abhängig. Das ist auch ein guter Film, fällt mir jetzt der Name nicht ein. Aber da konnte ein gescheiterter Schriftsteller im Prinzip, ja, so in ein paar Stunden in der Nacht das erste Kapitel eines Buches schreiben, das er schon lange seiner Verlegerin versprochen hatte und das er einfach nicht mehr zustande gebracht hat. Und das war aber dann so dermaßen brillant, dass sie ihm die Tür eingerannt haben. Ja? Und der wurde natürlich steinreich und war der intelligenteste Mensch auf dem Planeten und hat dann auch gelernt, wie er diese Droge so modifizieren kann, dass sie eben keine Abhängigkeit mehr erzeugt und dass sie eben nicht krank macht und ihn letztendlich auf Dauer tötet. So endet der Film dann, aber das finden wir schon gut. Ja? Wer wäre von uns nicht gerne ein Genie und sogar ja, über den Körper erhaben? Ja? Also zum Beispiel, wir können das ja in gewisser Weise, nur das Problem ist, ich habe auch noch nie einen Meister gesehen, der, und ich habe das auch schon gesagt, ich höre mal auf zu sagen, dass ich sowas schon gesagt habe, wir haben ja auch immer wieder viele neue Menschen, die hier reingucken und reinhören. Also ich habe noch nie einen Meister gesehen, der auf einmal ja wieder wie Mitte 30 aussieht, obwohl er eigentlich ein alter Mann ist. Ja? Schaut euch die ganzen wirklich weisen Yogis an, also den einen oder anderen weisen Yogi, es werden sicher auch einige Faker drunter sein, ist leider so. Ja? So ist es noch. Und unsere Guru-Obsession dürfen wir auch mal ablegen. Gab es auch letztens einen Text drüber. Ich glaube, den habe ich heute Nacht vorgelesen auch, ja, dass wir diese alten Vorstellungen von Spiritualität auch ablegen dürfen. Ja. Auch diese Meisterabhängigkeit. Aber ich sag mal so, es gibt halt Menschen mit Potenzial und die stehen auch sicher irgendwie in der Öffentlichkeit. Aber noch keiner von denen hat sich einfach um ein paar Jahrzehnte verjüngt. Dass du wirklich sagst, ja, es gibt Menschen, die altern deutlich langsam. Das ist schon spannend. Aber sich wirklich verjüngt, habe ich noch keinen gesehen. Ne? Wenn ihr jemanden kennt, könnt ihr mir gerne mal so die Beweisfotos zukommen lassen. Ja, hätte ich auf jeden Fall Interesse dran. Also natürlich aus reiner Neugier. Und ich habe das auch ein bisschen losgelassen. Ich finde es auch interessant, dass so Menschen wie zum Beispiel Benjamin Fulford ist eindeutig interessiert, im Prinzip eher ewig zu leben. Ja? Das ist auch so was Verlockendes an der New Age-Szene. Ist wahrscheinlich so eine der verlockendsten Dinge. Also einerseits sollen wir ja verstehen, dass der Tod eine Illusion ist und er wirklich eher ein zu feierndes Ereignis ist, ja, weil wir dann unsere Aufgaben hier erledigt haben und dann weitergehen können. Und es macht ja keinen Sinn, für immer in der ersten Klasse zu sein, nur weil man Schule so gut findet, oder? So ist es doch eigentlich so ein bisschen. Ja? Und viele hängen an dieser Vorstellung, uralt werden zu können. Und ich sag's euch ganz ehrlich, oft eben aus der Energie heraus, aus Angst vor dem Tod. Schluss aus, basta. Ja? Mehr steckt da nicht dahinter. Und das ist nicht sehr spirituell. Da hat man das nicht angenommen. Und natürlich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe auch in gewisser Weise noch Angst vor dem Tod. Ja? Aber ich verstehe viele der spirituellen Wahrheiten und habe sie angenommen. Und deswegen ist es ja keine große Angst mehr. Ich würde jetzt sagen, ich hätte jetzt keine Lust, jetzt morgen zu gehen. Ich habe noch ein paar Sachen vor. Aber ich habe gedanklich schon einen großen Frieden damit gemacht. Ja, auch mit der Vergänglichkeit meines Körpers, auch wenn ich der in gewisser Weise auch entgegenwirken
möchte, aber ich möchte nicht unendlich leben. Ich habe zum Beispiel mal die Idee gehabt für einen Vampirroman, und Vampire leben ja unendlich. Ja? Die sind uns zumindest von den Geschichten her deutlich überlegen. Gut, sie haben ein paar kleinere Schwächen, also das Sonnenlicht nicht sehen zu können, ist jetzt wirklich ein bisschen komisch. Ja? Gibt es auch witzige Filme, die da so ein bisschen damit spielen, und dann haben sie ja, Sonnenlichtschutzfaktor unendlich draufgeschmiert, so die Vampire. Aber jetzt mal einfach so, also die Vampire sind uns komplett überlegen und leben unendlich, aber wir inkarnieren immer wieder und wir verbessern uns dadurch immer wieder, und es entsteht dadurch sozusagen eine gewisse geistige Evolution, und es gäbe dann irgendeinen Punkt, an dem die Vampire verstehen, dass das keine gute Idee ist, ewig zu leben, weil sie den Menschen auf einmal unterlegen sind, weil die über diese vielen Erfahrungen und über diese vielen Neustarts sich immer wieder verbessert haben und dadurch, natürlich, das würde praktisch die Handlung des Buches beinhalten, wären sie dann auf Augenhöhe, ja. Es würde dann auch so um einen nachdenklichen Vampir gehen, der so ein bisschen reflektiert, dass früher alles viel einfacher war, weil die Menschen so blöd waren, sind sie nicht mehr, sondern sie sind ihnen mittlerweile ebenbürtig, und er ahnt natürlich auch eine Zeit voraus, und es entsteht natürlich auch, er wird dann aufmerksam auf Menschen, die ihm auch komplett überlegen sind in bestimmten Bereichen. Und er dann keine Chance mehr hat, in Anführungsstrichen. Ja. Das ist so die Grundvoraussetzung dieser Idee. Ich habe es aber nicht wie ein anderes Buch, von dem ich mal erzählt habe, also auch nicht in der Tiefe erzählt habe, aber ich habe es nicht zu Ende gedacht. Also da sind noch keine Wendungen oder weiß ich was drin. Aber ich fand diese Grundvoraussetzung gut. Ja. Also diese Idee, dass wir über diese vielen Inkarnationen unsere Fähigkeiten und unser Wissen, unser Bewusstsein immer mehr erweitern und dadurch eigentlich erst zu diesen großartigen, auf Erden wandelnden Götter werden. Und jemand, der unendlich lebt, kann das nicht von sich behaupten, sondern da fehlt etwas. Da fehlt die Erfahrung von vielen Leben, die andere eben dann gelebt haben. Ja? Wo auch viel Unsinn dabei war, wo auch viel schiefgegangen ist, aber irgendwann, ja, kommt man wie Phönix aus der Asche, und aus diesem ganzen Mist, den wir auch erlebt haben, ja, entsteht etwas Wunderbares. Und das ist, glaube ich, auch das, weswegen unsere Seele so erpicht drauf ist, dass wir überhaupt oft inkarnieren. Und wenn wir oft inkarnieren, dann gehört immer der Tod auch als Abschluss einer Inkarnation dazu. Also sollten wir uns da nicht so viel Gedanken machen. Und uns trauen, ja, das anzunehmen, diese Wahrheit anzunehmen, der Vergänglichkeit des Körpers eben. Ja. Heute machen wir ein bisschen kürzer, weil ich es einfach in letzter Zeit ein bisschen übertrieben habe, und ich möchte euch wirklich auch nicht eure Zeit stehlen und euch einfach so ein bisschen an meinen Gedanken teilhaben lassen, an ja, das, was so durch meinen Kopf geht. Und vieles passiert ja auch im Jetzt-Moment, also ich bin da sehr gut verbunden mit meiner geistigen Führung und bekomme immer wieder Eingebungen, wie ich weiter sprechen kann, wie es weitergehen kann im Podcast. Und das könnte ich auch in der Theorie unendlich, ja. Nur könnte ich ja das Video nie hochladen, weil ich ja unendlich lange sprechen müsste für dieses eine Video. Und das lassen wir mal, ja. Alles klar, ihr Lieben, ja. Dann, Achtung, es kommt ein Karton. Haut rein, bis dann, ciao, servus, wuhu!